Tag. Heute möchte ich eine neue Playlist starten zum Thema Bash-Grundlagen. Und als erstes Kapitel habe ich mir überlegt, dass ich mal alle möglichen Befehle durchgehe, die was mit dem Thema Verzeichnisse zu tun haben. Als erstes fange ich gleich mal an mit PWD. Das heißt Print Working Directory, also wo befinde ich mich gerade, und ich sehe, ich bin in Home Bashinio Dokumente. Ja, und jetzt kann ich mir zum Beispiel anzeigen lassen, was in diesem Ordner ist. Und ich stelle fest, okay, da ist eine Datei. Die Datei kann ich mir auch mit cat ausgeben lassen. Und sehe, das ist der Inhalt dieser Datei. Es ist also eine Textdatei. Ja, ich gehe mal eine Ebene höher. Wie das funktioniert, erkläre ich nachher nochmal. Mit ls kann ich mir, wie gesagt, Verzeichnisse anzeigen lassen. Ich sehe jetzt hier, dass in diesem Verzeichnis verschiedene Ordner sind, aber keine Dateien. Die Art und Weise, wie mir das zurückgegeben wird, kann ich auch beeinflussen. Zum Beispiel kann ich es als Liste mir ausgeben lassen. Dann erhalte ich gleich zusätzliche Informationen, nämlich es handelt sich hier um ein Directory, also ein Verzeichnis. RBX steht für Lesen, Schreiben, Ausführen. Das heißt, das sind die Rechte, die ich als Besitzer habe. Der Besitzer steht hier. Das sind die Rechte, die ein Gruppenmitglied hat. Das sind also alle, die in dieser Gruppe Bashinio drin sind. Die dürfen lesen und ausführen. Und das sind alle anderen. Mit ls kann ich mir auch das Ganze noch etwas schöner darstellen lassen. Wenn ich den Parameter h dazu gebe, dann wird hier das Ganze menschenlesbar, human readable, also ich kriege hier angezeigt 4 Kilobyte, 4 Megabyte, je nachdem wie groß es eben ist. Und ja, ich kann mir die Liste auch nochmal so ausgeben lassen, dann stehen einfach nur die Ordner untereinander oder die Dateien untereinander. Und ich kann mir auch die versteckten Dateien anzeigen lassen, ls-a. Das sind dann alle Dateien. Ihr seht, da gibt es jetzt auf einmal Dateien, die einen Punkt vorne dran haben, und es gibt Ordner, die einen Punkt vorne dran haben. Die werden mir also normalerweise nicht angezeigt. Das sind in der Regel eben Konfigurationsdateien, von denen man eben nicht möchte, dass die ständig im Zugriff sind oder eben die Ergebnisse vollmüllen. Das kann ich mir natürlich jetzt auch nochmal mit dem lh kombinieren. Dann sehe ich alle Dateien inklusive der Rechte, inklusive der Besitzer, inklusive der Größe und so weiter. Vorhin haben wir schon gesehen CD. CD ist also, um Verzeichnisse zu wechseln. Ich kann jetzt eben in Dokumente wechseln. DOK, Tab. Mit Tab vervollständige ich. Tappen statt tippen, und sehe eben, jetzt bin ich in diesem Ordner hier drin, und mit cd... gehe ich wieder eine Ebene hoch. Es gibt in einem Ordner auch immer noch zwei weitere Einträge, eben Punkt, Punkt, das ist die Ebene drüber, und Punkt ist das aktuelle Verzeichnis, also wo ich mich drin befinde, also mit cd... Das verweist eben auf die höhere Ebene. Dann sollte man ein bisschen Bescheid wissen über die Struktur eines Linux-Systems. Wir haben hier gerade ein Ubuntu-basierendes System, deswegen habe ich eben das Wiki von Ubuntu aufgemacht. Und ich sehe, das hier sind so die typischen Verzeichnisse, die ich in einem Ubuntu-basierenden System habe. Die höchste Ebene ist das Root-Verzeichnis. Wichtig sind dann noch das etc-Verzeichnis. Darin sind die Konfigurationsdateien, das Home, da befinden sich die Benutzerverzeichnisse drin. In Media werden eben CD-ROMs, USB-Sticks oder auch die Shared Folders, wenn ich in einer virtuellen Umgebung bin, reingelinkt. Das Root-Verzeichnis ist das Heimatverzeichnis vom Root.
Ihr seht schon, das befindet sich eben nicht im Benutzerverzeichnis, sondern ist etwas komplett anderes. Das macht dann den Administrator halt auch wieder etwas sicherer, als wenn der ein normaler Benutzer wäre. Dann gibt es noch das VAR-Verzeichnis, darin befinden sich die Logdateien. Von daher wichtig, wenn mal irgendwas ist. Hier finde ich eben alles, was das System so loggt. Und wenn ich das eben so weiß, dann kann ich jetzt eben zum Beispiel in meinen Shared Folder gehen. Das würde eben mit CD slash Media slash Shared Folder slash Datenaufbereitung zum Beispiel gehen. Und dann habe ich hier eben meine ganzen Dateien. Ich kann genauso gut aber auch CD Punkt Punkt eine Ebene hoch, noch eine Ebene hoch, noch eine Ebene hoch und also mit einem relativen Pfad arbeiten. Ich kann auch mit ls direkt mir solche Ordner anzeigen lassen. Ich muss also gar nicht reingehen. Ich kann also sagen, ich möchte mir diesen Ordner so anzeigen lassen. Was kann ich in so einem Ordner also noch machen? Ich kann zum Beispiel neue Ordner anlegen. Dafür gibt es den Befehl mkdir. Und damit wurde eben jetzt ein neuer Ordner angelegt. Auch hier muss ich nicht in dem Ordner sein. Ich kann in den Ordner einen weiteren Ordner 2 anlegen und sehe, dass der dann eben auch angelegt wurde. Ich kann mit rmdir den Ordner nicht löschen, weil sich in dem Ordner etwas befindet. Aber ich kann diesen Ordner löschen, weil sich darin eben nichts befindet. Wenn ich einen Ordner löschen möchte, in dem sich etwas befindet, darum muss ich rm-r benutzen. Rm steht für remove, -r rekursiv und dann wird das ausgelöscht. Ja, als letztes vielleicht noch den Befehl tree. Den muss man sich nachinstallieren, habe ich inzwischen schon gemacht. Und dann sehe ich eben, es gibt hier einen Bilderordner, der ist offensichtlich leer. Es gibt einen Dokumenteordner, da sind eben ist diese Datei drin, in Downloads ist diese Datei drin. Und ich kann mir mit tree-d auch nur die reine Verzeichnisstruktur anzeigen lassen. Deswegen habe ich hier nochmal einen Unterordner erstellt, dass man das eben sieht. Weil wenn dann viele Dateien drin sind, dann kann das ja auch etwas unlustig werden. Ja, das war's mal so zum Thema Verzeichnisse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.